Hello, ladies and gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Nach dem Desaster im letzten Run, ja, ich war echt heartbroken, machen wir heute wieder einen normalen Run. Und zwar mit Random, meinem Lieblingscharakter. Gucken wir mal, wen wir bekommen. Gut. Bethany this. Was könnten wir mit Bethany machen? Hush. Beziehungsweise, ja doch, Hush und Boss Rush. Wenn wir das erreichen könnten, wäre das super. Firemind Tears. Hallo. Kann man mal versuchen. Firemind an sich, gutes Item. Aber man muss vorsichtig sein. Genau deswegen. Und dann könnten wir versuchen, nach oben zu gehen, zur Isaac. Beziehungsweise zum Blue Baby. Firemind ist gerade dann nicht schlecht, aber gefährlich, wenn man keine Blue Hearts haben kann. Ist echt gefährlich. Ich dachte, ich werde nochmal getroffen. Aber mal gucken. Ist auf jeden Fall eines der besseren Starts, würde ich sagen. Ich bin am Überlegen, mit was ich euch noch eine Freude machen könnte. Was Videos angeht. Wenn ihr Ideen habt, lasst sie mich gerne wissen. Weil, auch wenn ich immer noch Spaß an Isaac habe, vielleicht gibt es ja was anderes. Wisst ihr, was ich wirklich mal gerne hätte? Rock Bottom. Hat man nämlich noch nie. Ich sollte auch ein paar Mal meine Wisps verwenden. Denn die schießen ja und das ist zusätzlicher Damage. Ah ja, das kann halt passieren und das wird auch noch häufiger passieren. Das ist halt super ärgerlich, wenn das passiert. Wow. Really? Naja. Noch verliere ich ja nicht viel. Wahnsinn. Krass. Es sah jetzt so aus, als hätte ich keine Wahl, außer in diesen Kleinen zu laufen, aber... Ey. Ja, okay. Egal. Ich möchte jetzt auch nicht zurücklaufen. Ich weiß, dass da hinten noch ein Doppelherz war. Aber da will ich jetzt wirklich nicht hinlaufen. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich eben. Mein Gott, dann ist es so. Aber wir haben ja gesagt, wir möchten versuchen, zum Boss Rush zu kommen. Und dafür müsste ich mich natürlich ein wenig beeilen. Angel Deal wäre trotzdem ziemlich cool. Ich hoffe mal, wir finden einen. Wahrscheinlich oben und dann rechts. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, mir Firemind zu holen, wenn ich ehrlich bin. Das war, glaube ich, nicht sonderlich klug. Wenn ich wenigstens einen Einfluss darauf hätte, wann das Ganze explodiert, weißt du, das wäre in Ordnung. Aber habe ich nicht. Ja. Gut. Piercing Shots ist sehr gut. Ist tatsächlich ziemlich gut. Wichtig, Boss machen. Ich weiß gar nicht, wie das bei Piercing Shots ist. Mit dem Explodieren. Ob die nur am Ende explodieren können oder ob die quasi immer explodieren können. Naja, wir werden es rausfinden. Noch haben wir aber nicht so viel Geld, als dass es sich lohnen würde, in den Shop zu gehen. Hallo. Alright. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Nope, war ich nicht. Unlucky. Sehr schade. Ja, ich hätte vorher fliegen haben müssen. Sonst, also, ich hätte ihm zwar entkommen können, müsste aber dann, oder wäre dann über den Creep gelaufen. Und spätestens dann hätte ich Damage bekommen. Mhm. Und auch hier war es das wieder.
Nicht unbedingt, aber wahrscheinlich. Finde ich schade. Aber auf der anderen Seite, ich bin nicht unbedingt auf die Angel-Deals angewiesen. Wobei wir Mega-Satan auch noch nicht haben. Also, es wäre auch nicht schlecht, wenn ich welche bekommen würde. Hä? Wo denn? Was macht ihr denn da? Das macht ja sogar den Besuch im Shop Sinn. Oh, ja, ist aber ein ganz gutes Trinket. Ist ganz gut. Mag ich eigentlich. Ich werde natürlich wieder sämtliche Pillen fressen, die ich finde. Denn ich brauche Stats. Und ich habe irgendwie auch noch kein ordentliches Item. Wetten, ich was mit meinem Buch synergiert. Das wollte ich sagen. Okay, nichts Besonderes. Mr. Me könnte man mitholen. Ja, dann holen wir ihn auch mit. Can do. Ja, ich weiß, dass da noch Geld lag. Kein Bock gehabt. Pass auf, Spacebar-Item. Ah, super, 10 Bomben. Klasse. Na komm. Okay, zweimal das gleiche. Vielleicht hätte ich mit der doppelten Amnesia-Pille vergessen, dass ich Amnesie habe. Und dann hätte ich die Karte wieder bekommen. Geht das? Stellt euch vor. Wie gesagt, Mr. Me an sich eigentlich ordentliches Item. Jedenfalls, wenn man nichts anderes hat. Und das haben wir momentan nicht. Deswegen absolut okay. So, jetzt musst du erstmal weg, weil du machst mir Probleme. Okay, hier ist Geld gedroppt. Für sowas ist es natürlich super hilfreich, ne? Aber es hätte genauso gut sein können, dass er jetzt beim ersten schon explodiert und dann hätte ich auf den Sack bekommen. Ich bräuchte eigentlich einen super negativen Luck-Wert einfach. Das, glaube ich, wäre am geilsten. Wenn die einfach nie explodieren. Na komm. Ja, I guess. Naja, wenn wir halt nicht zu Mega-Satan kommen, dann ist es halt so. Mit Bethany kommen wir da auch anders hin. Da habe ich nämlich keine Probleme damit. Oh, Pentagramm, das nehmen wir. Wie heißen sie? Sackrooms zu verwenden. Oh, nö. Okay. Der Damage-Up aber ist schon mal nicht schlecht. Ich bin froh, dass unser eigenes Feuer uns nicht verletzen kann. Gut. Schlüssel passt. Weiß nicht, keine Ahnung, mach halt da. Haha. Oh ja, aber das bringt mir gar nichts, außer 3 Bomben. Das bringt mir leider gar nichts. Ja, es bringt mir halt ein Blackheart, was ich nicht einsammeln kann. Okay, okay. Na los, verbrennt. Eigentlich sollte ich nichts mehr einsammeln. Ich habe meine Tiers-Up-Pille. Super. Okay.
Knapp, knapp. Aber hat geklappt. Luck Up ist übrigens gar nicht so toll. Wow. Ich bin gerade zusammengezuckt. Hoffen wir mal, dass wir den Boss recht schnell finden. Und den ohne Damage schaffen. Danach können wir uns gerne den Item Room ansehen gehen. Möglichst die schnell bewegenden Gegner zuerst killen und den Rest dann quasi aus der Entfernung machen. Ist doch eigentlich nicht so schwer, oder? Wir sind bei 9 Minuten noch warten. An sich. Sollte der Boss machbar sein. Aber, wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass ich mich einfach auch selbst verletze. In dem Fall aber nicht. Na gut. Luck Up, natürlich. Flug. Wir nehmen mal mit. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Eigentlich sollte das viel häufiger explodieren. Ich meine, es muss es nicht, aber es sollte. Wir sind bei 6 Attack und machen trotzdem nicht so wirklich viel Damage. Elf Minuten. Naja gut, mit Flug sollte das Ganze mal ein bisschen leichter werden. Mega Satan steht aber eigentlich gar nicht auf meinem Plan. Es ist halt echt unglaublich, wie stark Flug-Items sind. Macht so viele Räume trivial. Weißt du, jetzt ist es mir sogar halbwegs egal, wenn ihr mich trifft. Ich könnte mir einen Schlüssel sparen, wenn ich Mr. Me verwende. Smelter. Sollte ich das verwenden? Oder mitnehmen? Ja, wir nehmen es mal kurz mit und smelten es. Gut. Ah ja, richtig. Da kann ja jetzt auch nicht mehr wirklich viel passieren. Denn ich kann ja fliegen. Ich sollte trotzdem keine Full Clears machen. Aber den Itemraum hätte ich doch noch gerne. Speed up. Gut. Sieht ganz danach aus, als würde es aber ein Full Clear werden. Naja, mal schauen. Wir sind bei 2 Lacken. Akaldema. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Tatsächlich ist das ziemlich gefährlich. Ich weiß, dass ich da oben einen Schlüssel abliegen lassen. Keine Sorge. Denn wir ziehen, glaube ich, dadurch Trennen hinter uns her. Und die haben natürlich die gleichen Effekte wie die Trennen, die wir sonst verschießen. Heißt, das könnte sein, dass ich mich hiermit wieder häufiger selbst verletze. 7,5 Minuten. Ah, okay. Ist ein XL-Floor. Na gut. Ich wollte gerade sagen, für 2 Ebenen, aber ja. Ich dachte jedenfalls, dass sie die gleichen Effekte inheriten. Vielleicht vertue ich mich. Jedenfalls heißt das für uns, einen Shop und 2 Item Rooms Guildes zu finden. Macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger, was die Angel Rooms angeht. Denn
holt mir effektiv eine Ebene weg. Es ist wahrscheinlicher, dass ich in einer so großen Ebene einmal getroffen werde, als in zwei kleinen. Naja, mal abwarten. Da ist der erste Item Room jedenfalls. Hey, dich kenne ich, du warst eben ein Boss. Vielleicht habe ich mich vertan. Vielleicht haben die doch nicht die gleichen Effekte. Wieso machen die eigentlich keinen Damage bei ihm? Shot Speed Down, can destroy enemy tiers. Okay. Sind wir halt noch langsamer, von mir aus. Na komm schon. Ich habe das Gefühl, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Attack. Ein besseres Spacebar-Item wäre übrigens auch super hilfreich hier. Wisst ihr, normalerweise würde ich mich einfach in die Mitte stellen und von da schießen. Aber wenn ich nicht weit entfernt bin, ist mir die Chance zu hoch, dass ich selbst von meinem eigenen Shit getroffen werde. Vielleicht ist Shot Speed Down auch hiermit gar nicht so toll. Ich meine, ich habe noch ein Trinket, was ich einfach weggeben könnte. Und vielleicht mache ich das sogar. Brauche ich eigentlich nicht. Aber wer weiß. Also ich meine, es schadet auch nicht, ne? Was wir natürlich auch machen können, selbst wenn wir nicht die Beast Route gehen, ist ja trotzdem im Boss Rush nach. Ach, wir machen den noch eh. Ich wollte gerade sagen, wir können ja auch einfach im Boss Rush ein Item nehmen und abhauen. Aber wir wollen ja versuchen, den zu schaffen. Da war ja was. Langsam wird es ein bisschen knapp. Oh. Eine Explosion wäre so schön gewesen. Ich habe das Gefühl, ich werde mich noch selbst mit dem... Sag mal, ich habe auch schon lange keinen Red Heart mehr gedroppt, oder? Meine ich das nur? Hä? Hä? Was machst denn du da hinten? Okay, da unten ist auf jeden Fall der Boss. Was ich natürlich machen kann, ist den Boss jetzt und dann im Worst Case nochmal rausteleportieren. Ja, machen wir das so. Ich will jetzt nichts riskieren. Och nö, nicht ihr beide. Warum eigentlich Double Trouble hier? Nicht vergessen, wir können die Tränen von ihnen zerstören. Könnte bei, oh, bei Hush zum Beispiel ziemlich hilfreich sein. Gut. Tears Up ist sehr gerne gesehen. Mach jetzt keinen Blödsinn, ich wurde noch nicht getroffen. Na komm, irgendwo raus. Hallo? Hä, wieso habe ich denn hier keinen... Achso, natürlich. Ich hätte ja gar keine hundertprozentige Chance. Ist ja... Da war ja was. Na gut. Boah, ist das schlecht, ey. Ist das schlecht. Der hat sich mal gar nicht gelohnt, der Boss Rush. Naja. Wenn wir es schaffen, haben wir aber immerhin das auf unserer Seite. Leider auch keine ordentliche Karte bekommen, wo ich sagen würde, hey, guck mal, die können wir hier verwenden.
Ich mache echt wenig Damage. Also, so sehe ich aber keine Chance gegen Hasch. Guck mal, wie langsam er down geht. Warum ist das so? Ist das 6 Damage so wenig? Ich meine, wenn es mal explodiert, dann geht es ja sogar, aber ich habe das Gefühl, es explodiert auch nicht mehr häufig. Weird. Sehr, sehr weird. Wir sollten nur nicht vergessen, gleich The Fool noch zu verwenden, denn wir möchten natürlich, also ich will auf jeden Fall noch gucken, was ich da finden kann in dem Item Room und im Shop, denn wir haben Geld. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich meine, ich weiß, dass ich auch Mr. Me verwenden kann für zusätzliche Wisps. Ist mir schon klar, aber der wird mir jetzt auch nicht unglaublich viel helfen. Genau wie Winged Man da. Der Hanged Man. Ah ja. Wo ist er hin? Ich hab's nicht gesehen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wir haben selten Explosionen. Weird. Ich meine, wir haben jetzt nicht unendlich viel Luck. Aber 2 ist jetzt auch ein bisschen mehr als weniger. Als gar nichts. 2 ist ein bisschen mehr als weniger. Nur falls ihr es nicht wusstet, ne? Dachte ich, sag's mal. Ich finde, es sollte ein Achievement geben, was da so heißt, wie du Vollidiot, wenn du Flug hast und dann eine Flugkarte verwendest. Vielleicht ist das wegen dem Piercing. Ah, ich habe auf ihn unten geguckt. Ich habe buchstäblich einfach nicht nach oben geguckt. Ich habe tatsächlich einfach nur auf ihn geguckt und dachte, okay, da wird schon nichts passieren. Weil ich dachte, die würden vielleicht explodieren, wenn sie durch ihn durchpassen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt gerade nicht sagen. Aber ja, der Boss Rush, den finde ich, wie gesagt, schlimmer als Hasch. Einfach wegen dem knappen Time Limit. Die 30 Minuten schafft man eigentlich sehr häufig, außer man hat einen übelst schlechten Start. Und übrigens, ja, man kann ihn auch zum Attacken verwenden, glaube ich. Wie ihr seht. Ist jetzt aber auch nichts Fantastisches. Ja, das meinte ich zwar nicht, aber nehme ich auch. Eigentlich wollte ich, dass du attackst. Ah. Boah, ey, bei 9 von 15 erst. Wahnsinn. Guck mal, hier hat's geklappt, ne? Hier ist mal wieder einer explodiert. Okay, das ist natürlich ganz cool. Gebe ich zu. Wieso können wir denn hier wieder raus? Ich sollte da weggehen. Ich weiß nämlich, dass ich da gleich aus Versehen reinlaufe. Okay, der ist ziemlich easy und schnell dead. Du hast eigentlich einen kleinen Geist bei dir, das weiß ich. Also lass mich in Ruhe. Ich bin echt... Also ich habe wirklich das Gefühl, ich mache zu wenig Damage. Für den Tierstat
Mit 6 Attack. Aber ich kann mich täuschen. Vielleicht bin ich auch einfach nur diese ganzen OP-Isaac-Runs gewohnt. Das kann natürlich auch sein. Aber schaut mal. Nichts explodiert. Gefühlt. Gar nichts. Da ist was explodiert. Okay. Oh. Ich glaube, genauso lang. Guck mal. Genauso lang hing ich, glaube ich, auch am Anfang beim ersten Boss. Hä? Wo? Wo? Okay. Ja, ich sag, wenn es explodiert, ist gut. Das ist auch bei Hush dann so, ne? Wenn Hush ein bisschen was in dem Feuer stehen bleibt, dann geht das schon schnell mit dem Damage. Aber dafür müsste ich mich halt darauf verlassen, dass es auch mal explodiert. Es macht ja auch noch ein bisschen AOE-Damage. Naja, egal. Beth Fate und PhD. Nur noch gute Pillen. Gut. Diesmal vergesse ich es auch nicht. Und jetzt verwenden wir The Fool. Ich denke zwar nicht... Ja, wir kommen aus dem Marmfight sonst nicht mehr raus. Ich denke zwar nicht, dass wir es noch zu Hush schaffen, aber mal gucken. Aber hey, nur noch gute Pillen ist okay. Nicht, dass wir bisher schlechte hatten, aber... Okay, wie... Okay. Ich weiß nicht, wie das aufgegangen ist, keine Ahnung. Nicht so schlimm. Ja, es ist halt gerade wieder super unlucky. Ich meine, guckt euch an. Guckt es euch an. Nicht guckt euch an. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt, aber macht besser nicht. Pille. Können wir auch rerollen einmal. Diplopia bringt uns nichts. Ah, wer weiß, wir gucken mal kurz im Shop hier nach. Sad Onion. Tears heißt. Range down. Piercing. Hm. Dann gucken wir mal, ob wir noch was halbwegs ordentliches kriegen. Nö. Ja. Naja, okay. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe. Und die eine Pille lasse ich da jetzt auch liegen, einfach aus Zeitgründen. Denn noch habe ich es nicht aufgegeben. Es könnte noch was werden. Leider ein bisschen... Ich bin falsch gelaufen. Aber hey, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Vielleicht schaffen wir dann ja Mega-Satan. Vielleicht soll ich mich direkt darauf konzentrieren. Ja, vielleicht schon. Aber eigentlich kein ordentliches Loadout für einen Mega-Satan-Fight. Eigentlich nicht. Naja. Ansonsten haben wir immer noch Isaac, den wir machen können und wollten. Das ist ja auch noch da. Können wir auch noch schaffen. Nicht Isaac. Isaac haben wir schon. Blue Baby. Ach ja, eins von alledem kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
Eine Full Health Pille wäre ganz cool. Die würde ich gerne mitnehmen. Ein Rotten Heart, okay. Völlig egal. Oh, nicht ihr. Na gut, wenn ihr brennt, dann ist okay. So mag ich euch am liebsten. Wo ist der letzte? Da. Wieso brennst du nicht? No, he's dead. Wisst ihr, dass ich sogar Dings mitgenommen hätte? Unlucky. Kein Angel Deal. Sehr, sehr unlucky. Ich hätte sogar diese Coin-Dings mit, diese Mom's Bottle of Pills mitgenommen. Ja, schade. Wir haben einen Devil Deal hier bekommen. Das heißt, wir kommen auch so nicht an den Schlüssel dran. Das heißt, wir haben noch exakt eine Chance danach. Und die ist verschwindend gering, weil dann darf ich mich auch da nicht treffen lassen. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt hier getroffen werden, ist es nicht so wild. Denn hier wissen wir ja, was kommt. Aber hey, man sollte nicht traurig sein über das, was man nicht hat. Ne? Wenn wir es schaffen sollten, das Blue Baby zu besiegen, ist das schon mal etwa was, was wir von unserer To-Do-List streichen können. Das ist ja auch schon mal was. Es gibt ja auch geringe Chance, dass wir noch ein Item finden, sowas wie Cracked Orb oder ähnliches, womit wir dann doch noch hochkämen, beziehungsweise reinkämen. Aber ihr seht schon zeittechnisch, in 20 Sekunden werde ich das nicht mehr schaffen. Den nächsten Boss zu erreichen, nicht diesen, den nächsten. Ich glaube, kann das sein, dass die einfach wirklich immer nur am Ende explodieren? Schade, hätte ich jetzt den Spin-Down-Dice gehabt, dann hätte ich jetzt ein Sacred Heart. Ja, aber habe ich nicht. Hab mir eben noch nie, ne? Nee, ich glaube noch nicht. Super Items. Wir haben 71. Ja, aber glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind zu lahm, um Mom schnell zu besiegen. Und dadurch gehen mir Chancen flöten, ohne Damage durchzukommen. Ich sage nicht, dass man immer Damage kriegt. Aber es ist natürlich trotzdem kein... Also der Kampf, den Kampf zu gewinnen, ist jetzt nicht schwierig. Aber den ohne Damage zu machen, das ist nicht so leicht. Und ja, ich weiß. Einige von euch machen das blind, ich weiß. Ihr seid die Größten, ihr habt den Längsten, ich weiß. Was ich hier natürlich versuchen könnte, und das werde ich auch, ist, wenn wir hier einen Teleporter kriegen sollten, in den Angel Deal. Nein. Schade. Hätte ja sein können. Ja, er könnte natürlich auch noch in Secret Rooms sein, ne? Stimmt. Das kann auch noch sein. Das ist echt super weird. Ich verstehe nicht, wo die explodieren. Ob das mit dem, ob das irgendwie so eine Anti-Synergie ist mit dem Piercing und dem Spectral vielleicht? Weil ich habe das Gefühl, die explodieren nicht mehr on Impact. Nie. Was auch gut sein kann, ne? Möchte ich gar nicht bestreiten. Kann gut sein. Aber da ich es nicht genau weiß, kann ich mich auch auf diese Aussage nicht verlassen. Ja, das wollte gerade sagen, das war's.
Ja, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Jetzt wurde ich einmal getroffen. Jetzt ist es egal. Auf jeden Fall haben wir genug Schlüssel, sollten wir, also wenn wir fürs Blue Baby oben, für die Chest, da können wir sicherlich was mitholen. Mit ein bisschen Glück erhalten wir noch das Cracked Orb. Könnte sein. Würde uns den Weg theoretisch da rein öffnen. Müsste man nur finden. Davon abgesehen, ne, auch wenn ich rein käme, glaube ich nicht, dass wir stark genug dafür wären. Andersrum, wir haben einen super Wave Clear. Also, ich glaube, gefährlich werden würden die uns auch nicht. Gleich ist auch bei Isaac nachher. Naja. Aber auf einmal explodierst du wieder. Verstehe. Mhm. Okay. Klar. Gut. Schade. Na gut, aber es war auch keine. Es war 33% Chance. Bis ich dann bei Mom getroffen wurde. Danach waren es 7%. Aber so habe ich immerhin noch mehr Content. Heißt, wir machen mehr Bethany Runs. Wir haben auch irgendwie nicht wirklich irgendwas gefunden, was wir mit unserem Book verwenden hätten können, oder? Mr. Me, ja, ist okay, ist gut. Aber das war's auch. Ich glaube, Mr. Me übrigens kann nicht die Tür zum Mega-Satan öffnen, aber das werde ich dann natürlich probieren. Ja, das war schnell. Okay, kommt einfach von zwei Seiten. Also, ja, mit 4 Health werde ich nicht allzu weit kommen. Okay, sie können also doch in ihm explodieren. Seltsam. Die Phase muss schnell weg. Ja, genau deswegen. Wir haben so eine hohe Fire Rate und trotzdem super wenig Feuer, das spawnt. Krass, du hättest mich fast noch erwischt. Richtig asozial. Sacrificial Dagger ist neu. So, mal versuchen. Oh, es geht sogar auf. Ja, danke, das ist super. Das brauche ich aber nicht. Weißt du... Ich glaube, ich muss das hier schon nahezu holen. Oh komm, ich brauche irgendwas. Wir haben 4 Health. Ich werde doch hier wohl noch ein paar Kisten droppen, oder? Aber selbst dann, was bringen mir die Kisten? Außer da ist Health drin irgendwie. Ich meine, ich brauche Help, ja. Okay, wie wurde ich da nicht erwischt? Kann mir das jemand sagen?
Na komm, versteck dich nicht. Move Speed. Okay, das ist schon mal etwas. Aber wichtiger wäre Health. Eine Pille. Bad Trip, Full Health. Irgendwie sowas. Wo habe ich die ganzen Wisps her? Warum gebe ich die alle auf? Eve Mascara. Das ist schon echt gut. Damit haben wir echt gut Damage. Auf einmal sieht das nämlich ganz anders aus. Ja, der Shot Speed geht down. Aber Damage ist nicht zu unterschätzen. Ach, los. Hat mich eh gewundert. Aber Eve Mascara ist zum Beispiel perfekt. Also es ist das Item für Tech X. Noch mehr Damage. Das ist ein Stück weit gut und ein Stück weit halt nicht. Wir sind jetzt bei 41 Damage, aber sind halt extrem lahm damit. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Weil, was man nicht vergessen darf, wir haben ja etwas... Tears up. Ach, weißt du was? Wir haben ja etwas um... Okay, ich habe effektiv also nur Daumen bekommen, okay? Was gegnerische Tears zerstört. Und da ist es, glaube ich, klüger, wenn du nur einen hast. Also eine... Moment. Super fair. Geil. Ist schön, was da passiert ist. Aber ich bin auch selber schuld. Ich habe das Bouncy mitgenommen. Und dann habe ich es, glaube ich... Ne, ich habe es sogar dabei. Ich könnte es weggeben. Naja. Der ist auf jeden Fall geschafft. Nein, auf jeden Fall gehe ich nicht zu Delirium. Auf gar keinen Fall. Boah. Wenn ich jetzt... Nee, ich glaube auch, dann würde ich nicht zu Delirium gehen. Delirium kriegen wir noch einmal safe, wenn wir... Naja, okay. Wenn wir Hasch machen. Dafür ist Polyphemus natürlich schon ganz gut. Es geht ja durch die Gegner durch. Na los. Nein. Nein, nein, nein. Das sieht mir nach Vieren aus, oder? 5, 6? Ich wusste gar... 7? Ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt. Ach, es sagt bloß... Oh, Moment. Ich habe euch gesagt, hier ist alles ungeschnitten. Da hat es an der Tür geklingelt. Und ja, ich hätte das schneiden können, aber ich habe keine Lust. Hier ist alles ungeschnitten. Charming Tears, ha? Huh? Jetzt Mother-Verwandlung. Falls es euch interessiert, das war der Postbote. Ich hoffe, er guckt wenigstens meine Videos, wenn sie hochgeladen sind. Wenn ich seinen Namen wüsste, würde ich ihn jetzt erwähnen. Aber ich glaube, den kennt er selber nicht. Was, sag mal.
Ich bin mir sogar, also ich bin sogar halbwegs zufrieden, wenn ich keine Kisten droppe und da Health drin ist, wisst ihr das? Nehme ich auch gerne mit. Ja, nehmen wir das auch noch mit, klar. Alles her. Übrigens, es wird euch sicherlich freuen zu hören, dass mir mein Handy nur ganz knapp nicht die Treppe runtergefallen ist. Es lag so auf der Kippe. Ich bin nämlich schnell losgejumpt. Losgelaufen quasi. Damit er nicht warten muss. Und dann ist mir das Handy aus der Tasche gefallen. Aber ein gutes Handy, wie es nun mal ist. Natürlich bist du hier. Ich würde mich auch hier verstecken, wenn ich du wäre. Gib mir den Steam Sale am besten. Ja. Perfekt. Den brauche ich nämlich jetzt. Ach, weißt du was? Ich lasse den mal noch da. Vielleicht kriegen wir eine Reroll-Möglichkeit. Ich würde auch gerne eine Karte mitnehmen. Irgendeine, die mir hilft. Die High Priestess ist jetzt nicht so sonderlich hilfreich. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir halt noch ein Marm-Item mit. Die Verwandlung zu Marm haben wir ja eh schon. Oh Gott, schießt du lahm, ey. Ja, okay, damit haben wir alles erkundet. Dann können wir es jetzt auch versuchen. Ich weiß, ich habe Mr. Me immer noch. Bomb Detonator. Aber nö. Keine Ahnung, ob wir den schaffen oder nicht. Mal sehen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Fortschritt haben wir auf jeden Fall gemacht. Sag mal, eigentlich sollte der nicht aktiv sein, während Gegner da sind. Ich verstehe nicht, was hier gerade los ist. Okay, außer, dass er seine eigenen Dudes killt aus irgendeinem Grund. Manche Dinge machen da echt viel Damage. Aber ich weiß noch nicht genau, was. Ich weiß, was du vorhattest. Ich hab's genau gesehen. Don't even try it, man. Aha. So ein kleiner Geist, weißt du? Mr. Me gegen Mega-Satan. Der sollte eigentlich kein Problem sein. Boah, wie langsam ich schieße, ey. Wahnsinn. Und dann noch du. Ich muss sagen, wir haben aber immerhin, fuck, einige Träneffekte, die uns schon helfen. Genau, schieß deine eigenen Dudes an. Richtig. Fuck off! Wieso liebst du mich nicht mehr? Aber dass Mr. Me die Tür aufmachen kann, wusste ich nicht tatsächlich. Man lernt nie aus. Na los. Wisst ihr, wie lustig das gewesen wäre, wenn ich hier wirklich Dings gefunden hätte? Rock Bottom. Das wäre so geil gewesen. Wo kommt denn ihr her? Ich weiß buchstäblich nicht... Okay. Das hast du überlebt. Natürlich hast du das überlebt. Ich weiß übrigens nicht, woher die da gerade gekommen sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was ich davor hatte. Ich wollte eigentlich mit der... Es explodiert buchstäblich die ganze Zeit nicht. Und egal, Leute, wir haben es auf jeden Fall geschafft, das Blue Baby zu besiegen. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.